Einige der Plastiken wirken putzig und man möchte sie am liebsten knuddeln. Andere hingegen scheinen direkt aus einem Albtraum entstiegen zu sein. Zu sehen ist beides nun in der Kunstsammlung Jena. Die Arbeiten von Michael Nitsche sind etwas ganz Eigenes. Sie bewegen sich zwischen Wirklichkeit und Surrealität. Der Braunschweiger Künstler formt gern groteske Tiere und Mischwesen, die nicht immer einer bestimmten Gattung zuzuordnen sind. Dass er sich dabei von Abnormen leiten lässt, ist für ihn ganz normal. Seine Plastiken bieten viel Platz für Fantasie. Nitsche arbeitet mit Tier- und Kunstfällen, Stoffen, Plüschtieren und anderen Materialien, die er auf dem Flohmarkt oder im Internet findet. Also ich bin zunächst, bevor ich anfange zu arbeiten, sowas wie ein Jäger und Sammler. Und mein Augenmerk liegt auf Stoffen, die schon mal ein Leben hinter sich hatten. Also Stoffe, die unsere Konsumgesellschaft ausspuckt. Die Ausstellung zeigt neben den 29 Figuren auch zahlreiche Zeichnungen. Sie stehen parallel zu den Plastiken, biegen noch nicht Gesehenes, zeigen Denkanstöße oder reflektieren den Arbeitsprozess des Künstlers. Unter den Kreaturen ragt ein Tier hervor, das eine besondere Stellung in Nietzsches Werk einnimmt, der Affe. Der Affe ist für mich vergleichbar mit dem Hofnarren. Er hat eine Stellung zwischen den Welten, er ist verbunden mit dem Niederen, mit dem allgemeinen Volk und mit dem König. Und diese Freiheit, die dieser Hofnarr hat, die bei mir auf den Affen übertragen wird, ist das, was mich interessiert. Also in meiner künstlerischen Arbeit wirklich alles machen zu dürfen. Alles darf sein. Das Lustige, das Witzige, das Ernsthafte, das Melancholische, das Obszöne. All das ist bis zum 15. August in der Kunstsammlung zu sehen.